Hallo, hier ist der Christoph von Knaus58 und ihr seht hier schon liegen das Gärfalkon. Und ich möchte da mal heute ein paar kleine Schnitttests mitmachen. Ich habe es ja jetzt schon 2 oder 3 Tage und habe es auch in ständiger Benutzung. Und aber mir zum Spielen. Aber ein Messer soll ja nicht nur gut flippen, es soll ja auch was schneiden. Und da möchte ich mal hier probieren an einem Haselnuss. Also, da hat das Messer keine Probleme mit. Das geht ohne weiteres. Das funktioniert also sehr gut. Beißt sich sehr gut ins Holz. Das ist also kein Problem für das Teil. Und hier noch mal ein paar für das Dix. Also die Auslieferungsschärfe geht wirklich in Ordnung. Es könnte sein, dass es nicht so gut rüberkommt, weil ich hier ein ganz schlechtes Licht habe. Jo, also Haselnuss ist für das Messer hier kein Problem. Dann wollen wir jetzt mal nach dem Haselnuss ein bisschen Papier schneiden. Das ist nach dem Schnitzen an dem Haselnuss auch kein Akt. Das macht das Messer locker mit. So, und dann hätten wir noch mal ein paar Tomätchen. Da geht das Messer auch super, super durch. Also von der Schärfe her und von der Klingengeometrie nicht nur ein guter Flipper, sondern es schneidet auch sehr gut. Durch den Flachschliff hat das Messer eine sehr gute Schneidperformance. Das ist also wirklich klasse. Jo, das wäre es also schon mal dazu gewesen. Auch kein Klingelspiel nach oben oder unten. Es flippt immer noch super. Jo, das wäre ein kleiner Schneidtest zum Gärfalkon. Und ich bin mit dem Messer ganz hin und weg. Wirklich tolles Messer für kleines Geld. Ich danke fürs Zuhören, Zusehen. Schreibt mir einen Kommentar drunter. Es freut mich immer wieder. Bis zum nächsten Mal dann, der Christoph. Tschüss.